Hallo Leute, heute zeige ich euch meine Keybinds und das Ganze drumherum. Und wundert euch nicht, ich versuche das Ganze mal ein bisschen anders zu machen, und zwar live und nur mit ein paar Stichpunkten anstelle eines eingesprochenen Skripts. Also legen wir gleich mal los. Movement, womit bewege ich mich? Ich habe im Video angesprochen, dass man sich eigentlich nur mit WAD bewegen sollte, was soweit auch stimmt. Wie ihr es aber schon sehen könnt, hier unten die Taste W ist bei mir belegt. Das heißt, mein Movement, meine Bewegungstasten sind nur noch die Seitschritte A für nach links laufen und D für nach rechts laufen. Jede weitere Bewegung führe ich eigentlich mit der Maus aus. Das heißt, wenn ich entweder laufen will, drücke ich entweder beide Maustasten, halte diese gedrückt und kann damit gleichzeitig noch die Kamera drehen. Oder um das automatische Laufen zu aktivieren, drücke ich einmal das Mausrad und aktiviere dann damit das automatische Laufen. Und muss dann nur noch die rechte Maustaste gedrückt halten, um meine Figur inklusive Kamera zu drehen. Das ist Angewohnheit / abgeguckt von Rackful. Von dem habe ich mir ein paar Keybinds angeschaut bzw. abgeguckt. Deswegen liegt zum Beispiel auch Dolchfächer auf Alt-C, aber dazu kommen wir gleich. Jetzt kommen wir nämlich erstmal noch zum wichtigeren Punkt, Targeting bzw. Ziele anvisieren. Ich spiele mit der englischen Version von WoW. An der Anordnung der Unterpunkte hier ändert sich überhaupt nichts im Menü. Deswegen gehen wir hier direkt mal zum Punkt Targeting. Mensch, treffend ausgewählt hier. Da hat sich eigentlich relativ wenig geändert, abgesehen von den Punkten Target Arena Enemy 1 bzw. Focus Arena Enemy 1. Die habe ich mir auf Steuerung 1 bis 5 bzw. Alt 1 bis 5 gelegt. Einfach weil das Anvisieren mit der Maus viel zu lange dauern würde, beziehungsweise das Klicken, und ich eben entsprechend mit den Keybinds schneller bin. Und damit kommen wir jetzt eigentlich auch schon zum relativ wichtigen, beziehungsweise letzten Punkt, meinen Keybinds. Der wird auch relativ lange dauern, deswegen steigen wir direkt mal ein. Wir gehen das Ganze jetzt einfach mal durch. Hier die einzelnen Aktionsleisten werde ich jetzt einfach mal abfahren, erklären, warum was wo liegt, und hoffentlich seid ihr da noch schlauer oder sagt, ach Mensch, so ist das, jetzt verstehe ich das. Ich habe keine Ahnung. Mal schauen. Kommen wir zu meinen Keybinds. Einfach grob schon mal vorweg gesagt, warum meine Tasten bzw. meine Zauber so angeordnet sind und nicht anders, liegt hauptsächlich daran, dass ich gerne erstmal alle Fähigkeiten, die eine Abklingzeit haben, an einem Fleck gesammelt habe, und alles, was eben keine Abklingzeit hat oder nicht allzu wichtig ist und nicht direkt überwacht werden muss, erstmal weiter außerhalb liegt. Das heißt, Sachen wie Finte, die hier auf Alt-S liegen, das hat keinen Cooldown, kostet mich nur 20 Energie, kann ich also auch ruhig außerhalb lassen, muss ich jetzt nicht sofort überwachen. Gleiches gilt für Ausweiden bzw. Backstab, also Meucheln. Muss ich nicht direkt sehen, weiß ich einfach, kann ich benutzen oder kann ich nicht benutzen. Das ist jetzt nicht so wichtig wie ein Mantel der Schatten, der jetzt auf 2 liegt. Dementsprechend fangen wir jetzt auch mal direkt an und schauen uns an, wie ich die Zauber so angeordnet habe. Also auf Shift-Maustaste hast du nicht gesehen, das ist die Maustaste 4, ich weiß es. Das ist die Maustaste 5, das kann gar nicht sein. Achso, natürlich. Actionbar, haha. Schlauer Junge. Also auf Shift-Maus-Button 4. Das ist der hier, also nein, das ist Edge-Button 1, aber der ist mit Shift-Maus-Button 4 belegt. Das ist bei mir, bei meiner Maus, die eben zwei Daumentasten hat. Der vordere, das heißt, wenn ich die Taste drücke, wirke ich eben verschwinden. Als nächsten Punkt haben wir dann die 1, da liegt Zap drauf. Das ist einfach nur, damit ich mein Zap-Makro einfach spammen kann. Das muss einfach, wie ihr es jetzt schön im Hintergrund schön, hören könnt. Ich will die Taste einfach nur erreichbar haben, ich will das Ding spammen können, wie ich will, und muss mir da jetzt nicht großartig die Finger verrenken. Gleiches gilt für Schattentanz, muss erreichbar sein, muss nicht wirklich spammbar sein, könnte theoretisch auch auf einer Tastenkombination liegen, jetzt nicht einfach nur auf einem Hotkey. Ist einfach Gewohnheit, dass bei mir der Zirkumflex einfach Schattentanz ist. Das ist reine Gewohnheit, nichts weiter. Alt-E ist in dem Fall tot von oben, die Taste war einfach frei und musste belegt werden, in Anführungszeichen, insofern hin damit. Shift-Zirkumflex ist in dem Fall mein On-Use-Trinket. Ich weiß, das ist jetzt das Proc-Trinket. Wenn ich das On-Use-Trinket angelegt habe, liegt es nochmal auf Shift-Zirkumflex. Dafür ist die Taste eigentlich prädestiniert. Ich meine, wenn Schattentanz schon auf dem Zirkumflex liegt, dann kann man das On-Use-Trinket, das man damit dann meistens verbindet, eben auch gleich kombinieren. Shift-Y ist Ablenken bzw. Distract. Ja, war frei. Warum das Ding jetzt ausgerechnet da ist,
meine Güte, also so wichtig ist der Zauber jetzt nicht, dass er tatsächlich auf Action Button 6 liegen muss. War einfach frei, ich wusste nicht wohin damit, verzeiht mir. Maus-Button 4, beziehungsweise der Action-Button 7 ist mein Verstohlenheitsknopf, beziehungsweise mein Stealth-Makro. Das kann ich einfach nur spammen, weil ich sonst eben aus der Verstohlenheit fliegen würde, nichts weiter. Beziehungsweise wenn ich eben Alt drücke, wird das eben noch zu Detection. Kleine Spielerei muss nicht sein. Als nächstes haben wir auf G Gouge bzw. Solar Plexus. Das Ganze hat allerdings nochmal ein eigenes Icon bekommen. Hier oben irgendwo sind dann sicherlich auch nochmal die Schurkenfähigkeiten. Das normale Icon von Solar Plexus sieht eigentlich so aus. Ich habe mich jetzt einfach nur für das von Umlenken entschieden, weil ich Umlenken schöner finde. Das ist der ganze Trick dahinter. Da liegt eigentlich immer was drauf. Alt Q ist für mich das Healing Tonic, beziehungsweise im gewerteten PvP der Health Stone, also der Gesundheitsstein vom Hexenmeister. Begründung habe ich keine, nicht wirklich. Also Q ist immer mein Interrupt, beziehungsweise mein Kick. Das ist auch wirklich bei jeder anderen Klasse, die ich spiele, ist Q immer mein Interrupt. Und Alt Q ist auch immer der Health Stone. Das hat sich einfach so, das ist einfach eine reine Angewohnheit, dass ich einfach für eine Fähigkeit, eine Art von Fähigkeit immer einen Keybind habe. Machen wir weiter mit B, beziehungsweise Schiff. Das ist Action Button 10, genau. Schiff, beziehungsweise tückische Klinge ist jetzt nicht direkt ein Spell, den ich jetzt tatsächlich in meiner direkten Nähe habe. Deswegen liegt er auch so weit hinten abgeschlagen auf B. Muss ich zwar drücken können, ist jetzt aber nicht so wichtig, dass ich jetzt sagen muss, dass das Ding zum Beispiel eben auf G liegen muss. Ne, ist mein Keybind. Ihr könnt das natürlich gerne anders machen. Auf Schiff 3 liegt Sprinten, auf 3 Entrinnen, auf 2 Mantel der Schatten und auf Shift 2 theoretisch Combat Readiness bzw. Kampfbereitschaft, weil ich eben, und das werden wir auch gleich noch erfahren, eben ganz viel mit F mache, brauche ich so gesehen 1, 2, 3, 4, 5 nicht wirklich und kann die dann eben mit anderen Sachen belegen. Andere Sachen sind in dem Fall eben Zauber, die jetzt tatsächlich wichtiger sind, eben wie zum Beispiel Mantel der Schatten, der muss für mich eben erreichbar sein. Das ist ein wichtiger Cooldown. Den habe ich einfach gerne erreichbar. Und in der Situation, also im Notfall, muss das Ding eben wirklich sofort zu drücken sein. Da will ich jetzt nicht irgendwie eine Verrenkung machen müssen mit den Fingern. Das Ding muss halt einfach da sein. Gleiches gilt für Kampfbereitschaft. Das ist jetzt auf Shift 2. Liegt einfach daran, das sind Defensivfähigkeiten. Die habe ich lieber zusammen. Das liegt auch an meinen Fokusmakros, wenn ich eben hier eben V drücke, wirke ich eben Blenden auf Shift V. Ist dann eben das Blenden aufs Fokusziel und auf Alt-V liegt theoretisch Shroud of Concealment, beziehungsweise, oh Gott, auf Deutsch verhüllender Nebel. Ist einfach eine Angewohnheit, dass auf Shift eben die Fokussachen sind, beziehungsweise Shift im Allgemeinen nochmal das ganze Sortiment so ein bisschen erweitert. Dementsprechend habe ich hier auf Q mein Fokus-Kick, auf S mein Fokus-Nierenhieb, beziehungsweise normalen Nierenhieb. Q habe ich, wie schon erwähnt, bei jeder Klasse die Interrupt-Fähigkeit drauf. Das ist für mich einfach einfacher, dass ich eben so eine gewisse Orientierung habe, wenn ich zum Beispiel eine neue Klasse anfange, dass ich dann eben schon mal weiß, okay, gut, auf Q kann ich zum Beispiel immer meine Interrupt-Fähigkeiten legen. Da habe ich dann so eine gewisse Orientierung, kann ich sagen. Auf Y liegt Premeditation, also Vorbereitung. Nein, Konzentration, meine Güte. Liegt auf Y, weil es einigermaßen zu erreichen ist und gleichzeitig noch in der Nähe. Aber ich jetzt irgendwie nicht sage, okay gut, ich bin jetzt in der Verstohlenheit und da komme ich jetzt unabsichtlich drauf. Also ich habe meine Finger schon so weit unter Kontrolle, dass ich eben X drücken kann, beziehungsweise das kleine Als-Zeichen, das jeweils getrennt voneinander. Und dann eben, wenn ich es will, eben tatsächlich dann auch Konzentration wirken kann. Das ist einfach eine Angewohnheit. Shift 4 ist Vorbereitung, jetzt tatsächlich Vorbereitung. Ist relativ erreichbar, das heißt, wenn ich es tatsächlich brauche, kann ich es auch drücken. Shift 4 hat den Vorteil, dass wenn ich eben Verschwinden benutze und danach eben, das weiß der Geier, warum nochmal mein Verschwinden brauche, direkt Shift gedrückt lassen kann und gleich wieder noch denselben Tastendruck nochmal für Verschwinden habe. Ist nochmal ein bisschen einfacher, warum nicht? Auf C liegt Todesurteil bzw. Marked for Death. Oh Gott, was lag denn da früher drauf, bevor ich das hatte? Ja, trefft ihr mich auf den wunden Punkt, beziehungsweise ich mich selbst. Hat einfach da zu sein, meine Güte. Im PvE liegt da mein Pot drauf,
Das heißt, die Taste ist relativ gut zu erreichen und C ist eine relativ gute Taste. Shift-C habe ich tatsächlich überhaupt nicht belegt. Nee, habe ich nicht belegt, passiert nichts. Ist dementsprechend nicht belegt. Shift-R ist Will of the Forsaken, beziehungsweise Wille der Verlassenen vermutlich, also das Racial der Verlassenen eben, klar, die Untoten. Ist relativ simpel die Begründung, weil auf R schon das Trinket liegt. Das heißt, wenn ich eben R drücke, benutze ich eben meine Insignie und Shift-R ist dementsprechend wieder die Erweiterung der Taste R für mich. Und dementsprechend sinnvoll für mich belegt mit der Volksfähigkeit. Auf W liegt Schattenschritt. Das ist für mich ein Gap-Closer, für alle, denen das jetzt nichts sagt. Gap-Closer sind einfach nur nicht Lückenfüller, aber die sollen die schließen, eben aus dem englischen Gap, der Lücke bzw. der Gasse. Naja, Gasse kann man nicht wirklich sagen, aber der Lücke und to close eben schließen. Okay, gut, ich denke mal, das ist relativ naheliegend. Dementsprechend liegt das Ding auf W, ist 1A zu erreichen und eben auch in Kombination mit den anderen Fähigkeiten, die ich schon erwähnt habe, also Nierenhieb und Tritt, sind eben beide sehr gut mit W zu erreichen. Das heißt, Shift W und Shift Q, beziehungsweise Shift W und Shift S sind jeweils sehr gut zu drücken und ermöglichen mir dadurch eben ein gewisses Potenzial, möchte ich jetzt sagen. Shift-Maus-Button 5, beziehungsweise Maus-Button 5 in der Multi-Action-Bar, ist die Rauchbombe. Die muss nicht wirklich gut erreichbar sein. Deswegen habe ich die fernab vom Schuss gelegt, also jedenfalls von der Tastaturbelegung, aber trotzdem noch in Sichtweite. Das ist jetzt eigentlich auch schon der ganze Klamauk. Die unwichtigeren Sachen, unwichtigeren, ne? Also nicht unwichtigen, sondern unwichtiger sind sie nur. Tricks of the Trade bzw. Schurkenhandel liegt daneben, hat noch eine Abklingzeit, muss also in gewissen Maßen überwacht werden, ist jetzt mehr fürs PvE nützlich. Im PvP hat das absolut keinen Nutzen. Alt-Zirkumflex ist so eine Verrenkung, die zwischen Schattentanz bzw. Shift-Zirkumflex liegt, weil eben ich Shift mit dem kleinen Finger aktiviere, Alt aber mit dem Daumen, sodass da eine Verwechslung irgendwie vom Gedächtnis her irgendwie ausgeschlossen ist. Dementsprechend wird dann Kannibalismus gewirkt. Muss man sich nicht zwingend belegen, habe ich getan, weil ich Platz hatte. Alt hast du nicht gesehen, in dem Fall die Leertaste, also Spacebar, ist mein Mount. Naja, Makro kann man nicht wirklich sagen, das ist ja von Blizzard implementiert worden, die Summon Random Favorite Mount Funktion. Ich wollte einfach noch irgendwas haben, damit ich das nicht klicken muss, und Alt-Leertaste fand ich eigentlich ziemlich in der Nähe, dass man das im Zweifelsfall auch nochmal spammen kann. Die Gifte sind bei mir komplett unbelegt. 7 und 8 sind bei mir mit dem Nitro Boost bzw. dem Goblin Gleiter belegt, den man scheinbar nicht benutzen kann, wenn der Nitro Boost an ist. Liegt daran, ich bin Ingenieur mit meinem Schurken, dementsprechend muss sich das auch noch belegt haben. T und Shift T sind wohl die letzten beiden Spells, die hier noch wirklich relevant sind. Die sind Shuria bzw. Konus genannt, das heißt, das sind tatsächlich Target-Makros, das heißt, das ist einfach nur Tricks of the Trade, einfach nur an ein spezielles Ziel gebunden. Ist rein fürs PvE interessant, für die Raids, dass ich da auch wieder nicht anvisieren muss und blind Schurkenhandel verteilen kann. Die letzten Sachen, die da noch liegen, sind das Reflecting Prism, meine Güte. Damit kann ich das Aussehen eines Party-Members tauschen. Juhu, kann man eigentlich nur Leute im Raid mit nerven. Der Verband ist einfach nur da, damit ich ihn habe. Im PvP kann ich den im Zweifel zweimal benutzen. Ja, das sind nur noch 6 Stück, eigentlich sollte ich mehr haben, aber naja, egal. Picklock hat da eigentlich wenig zu suchen, könnte man also genauso gut rausschmeißen, weil, Achtung, Shift gedrückt lassen und Pfeil nach oben, oh, eine neue Aktionsleiste taucht auf, da ist nämlich Picklock schon mit B belegt, oh wow, da muss ich jetzt nicht drauf eingehen, dass es wirklich nur eine Ersatz-Action war, die ich einfach nur mit random Zeugs gefüllt habe, weil mir wieder das Klicken einfach zu nervig ist. Jetzt kommen wir tatsächlich zu den wichtigeren Sachen. Nämlich den, Moment, Right Action Button bzw. Right Action Bar 2. Da können wir jetzt nämlich gleich weitermachen. Backstep liegt auf F. F ist bei mir ein extrem wichtiger Keybind. Da liegt eigentlich jeder Müll drauf. Da liegt Backstep drauf. Das ist F. Warte mal, gehen wir mal ganz kurz hier raus, dass das ein bisschen hervorgehoben wird. F
ist für mich Meucheln. Shift F ist Hemorrhage bzw. Blutsturz. Alt F ist Zerhäckseln und Steuerung F ist Ambush bzw. Hinterhalt. Das heißt, die Taste F ist bei mir komplett ausgebucht bzw. komplett belegt in allen Möglichkeiten. Das heißt, da dreht sich relativ viel drum, macht das Movement auch relativ schwer, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel Shift F und D drücken will, weil ich irgendwie recht nach rechts laufen will. Ist also nicht zwingend empfehlenswert. 4 ist Ausweiden. Warum ich jetzt Ausweiden gerade auf der 4 habe, kann ich euch nicht wirklich sagen. Eigentlich liegen ja die ganzen wichtigen Spells, also mein Zap-Makro bzw. die ganzen Dev-CDs, ja schon auf den wichtigen Tasten. Also ist 4 sicherlich auch eine wichtige Taste und dementsprechend ist es gut zu erreichen. Alt-S ist Finte und da S eine super Taste ist, die man erreichen kann und Nierenhieb schon drauf liegt, habe ich mir gedacht, okay gut, Alt-S, packen wir Finte drauf. Hat jetzt keinen wirklichen, also Alt-S kann man theoretisch auch anders belegen, beziehungsweise Finte muss man nicht auf Alt-S legen, wie oder warum. Das könnt ihr euch aussuchen. Bei mir ist es einfach Alt-S geworden, da habe ich Platz gehabt, ist gut zu erreichen, die Taste ist gut spambar, warum nicht? Alt-F, habe ich gerade schon erwähnt, ist Zerhäckseln, ist einfach eine wichtige Taste. X ist vermutlich tatsächlich interessant, weil die Taste sehr gut spambar ist. Ich das Ding aber außerhalb von der Verstohlenheit bzw. Schattentanz überhaupt nicht belegt habe. X ist Cheapshot bzw. fieser Trick. Shift X ist das Ganze nochmal aufs Fokusziel. Ich weiß, ich könnte das auch in ein Makro packen. Von der Belegung damals, als ich damit angefangen habe bzw. mir das ausgedacht habe, hat es sich einfach so ergeben. Alt R ist Blutung, das habe ich noch von Rackful übernommen. Ansonsten hätte ich das vermutlich auch woanders hingepackt, alleine schon, weil R eben selbst in Anführungszeichen ausgedacht ist, weswegen R bzw. Shift R ungewöhnlich sind, das jetzt noch mit Alt R zu kombinieren. Würde ich vermutlich nicht mehr machen. Die letzten zwei Knöpfe hier sind Malus the Blood Drinker, das ist der Legendary Ring, der hat jetzt im PvP überhaupt nichts verloren, insofern getrost ignorieren. Wir können jetzt einfach mit Steuerung F weitermachen. Das ist Hinterhalt, habe ich jetzt gerade schon erwähnt, gut zu erreichen. Könnte man theoretisch auch alles in ein Makro packen, weil ich davon aber nicht so der Fan bin und eher zu den Control Freaks gehöre, habe ich lieber alles einzeln, alles sortierbar, einzeln ansteuerbar. Ist also reine Vorliebe. Das, was hier mit MO Punkt 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 abgekürzt wird, ist die Maustaste 5 bzw. Mausbutton 5. Gehen wir auch nochmal ganz kurz in den Keybindings nachschauen. Das ist einfach nur Mausbutton 5, das ist also die zweite Daumentaste, die ich an meiner Maus habe und die ist mit einem Mouse-Over-Makro belegt. Das heißt, dass ich einfach mit meinem Mauszeiger über einen Spieler fahre, die Taste drücke und die Figur dann eben ins Ziel nehme. Das Makro seht ihr auch hier. Das Ganze gilt theoretisch auch für mein Ziel. Und wie ihr seht, ist die Priorisierung eben erst Mouse-Over und dann, sofern es existiert, ansonsten mein Ziel. Das heißt, wenn ich jetzt niemanden im Ziel habe, wird genauso das Fokus-Makro gelöscht. Wenn ich jetzt aber nur mich im Ziel habe, wird eben auch das als Fokus gesetzt. Das heißt, ich kann eben auch sagen, okay gut, den will ich jetzt schnell ins Fokus nehmen, visiere aber direkt einen daneben stehenden Spieler an. Kann man vielleicht auch noch geschickter lösen, weiß ich nicht. Das ist auch wieder einfach nur Angewohnheit. Dementsprechend machen wir jetzt direkt ohne große Verluste weiter mit Alt-Y. Alt-Y ist, sofern ihr nicht auf Alt-Z irgendwie das Interface ausblenden habt, mein Keybind für Gesundung. Ist wieder wie mit Y und Shift-Y, also ablenken, wichtig, aber nicht zu wichtig. Also das Ding ist erreichbar mit Alt-Y, das kann ich eben mit dem Daumen eben Alt drücken und mit dem Ringfinger Y drücken, ist erreichbar. Wird aber nicht automatisch irgendwie aus Versehen ausgelöst, sondern eben nur, wenn ich es will. 5 ist Werfen. 5 kann man sicherlich auch besser belegen. Der Platz war einfach frei und alles andere war praktisch schon belegt. Insofern, hey, why not? Insofern die 5 mit Werfen. Kein großer Sinn und Zweck dahinter, außer, hey, da war noch Platz. Warum nicht? E und Shift E sind genau wie X und Shift X geroad bzw. erdrosseln, sind auch wieder hier nur in der Verstohlenheit bzw. im Schattentanz aktiv. Vorher, damals in Mists of Pandaria, als es noch Umlenken gab, ja, wir erinnern uns Umlenken, lag Umlenken tatsächlich auf E bzw. Shift E. Da die Fähigkeit aber entfernt wurde, konnte ich aufhören, X mit Cheapshot zu belegen bzw. fieser Trick und Shift X mit geroad bzw. erdrosseln und konnte das jeweils aufdröseln und habe jetzt eben auch nochmal Fokus-Makros dafür. Das ist die ganze Begründung dahinter. Alt C ist der Dolchfächer, das ist
eigentlich auch schon die letzte Fähigkeit, die hier irgendwie erwähnenswert ist. Habe ich mir auch abgeguckt von Wreckful. Die Mischung, die Keybinds, ja, jetzt wo ich Wreckful schon zum dritten oder vierten Mal erwähne, sind einfach zum Teil abgeguckt, zum Teil selbst gemacht. Und das ist jetzt, denke ich mal, auch ein ganz wichtiges Fazit. Jemand anderes, also ihr, nicht ich, um das mal zu präzisieren, würde mit diesen Keybinds vermutlich nicht gut klarkommen. Es liegt einfach daran, dass die Keybinds für mich persönlich passen, auf meine Bedürfnisse angepasst sind, aber andere Spieler andere Prioritäten setzen. Die würden zum Beispiel lieber... Achso, Shift 1 habe ich jetzt gar nicht erklärt, ne? Oh, super gemacht. Shift 1 ist einfach nur mein Fokus-Zap. Das heißt, wenn ich in der Verstohlenheit bin und ein Fokusziel habe, wer läuft da unten lang? Shura, Pech gehabt. Wenn ich den jetzt im Fokusziel habe, möchte ich den einfach noch mit Shift 1 erreichen können. Das ist eigentlich auch schon der ganze Grund dahinter. Zurück zum Fazit. Keybinds sind immer was ganz Persönliches. Die sind individuell angepasst. Das ist... was ist denn individuell angepasst? Da fällt mir gerade spontan nichts ein. Es ist jedenfalls auf euch abgestimmt. Ihr kommt damit zurecht. Jemand anders muss damit nicht zurechtkommen. Dementsprechend kann ich euch direkt sagen, wenn ihr diese Keybinds übernehmt, werdet ihr nicht besser. Ja, nur weil ich damit gut klarkomme oder gut spielen kann, heißt es nicht, dass ihr das machen könnt. Das ist ganz wichtig. Bitte behaltet das unbedingt im Hinterkopf. Ihr könnt gerne andere Spieler als Inspiration oder als Anregung benutzen, gerade wenn ihr damit anfangen wollt mit dem Thema Keybinds. Ansonsten belegt es so, wie ihr es für richtig haltet. Das, nur weil ich das jetzt, so wie sie jetzt da angeordnet sind und hasse nicht gesehen, nur weil sie so gut sind, heißt es nicht, dass ihr damit auch klarkommt. Dementsprechend sei euch gesagt, probiert aus, probiert herum, spielt ein bisschen herum. Irgendwann, auch wieder in Anführungszeichen, werdet ihr etwas finden, was zu euch passt, zu eurer Spielweise, zu eurer Denkweise, auch zu der Größe eurer Hände. Das ist natürlich auch noch entscheidend. Ich meine, nur weil ich jetzt G bzw. Alt G gut erreichen kann oder die Taste B, heißt das nicht, dass das jetzt auch auf euch zutrifft. Ihr müsst ein bisschen ausprobieren, das gehört einfach dazu. Man muss herausfinden, was einem passt, was einem nicht passt. Das geht aber auch relativ schnell. Und sobald man dann was gefunden hat, was dann tatsächlich, oder ne, so eine allgemeine Belegung gefunden hat, das ist relativ schnell gelernt. Ja, also eine abschließende Sache. Solltet ihr mit euren Keybinds nicht zufrieden sein, könnt ihr die ruhig ändern. Das ist absolut keine Schande. Ich glaube, das ist so das Beste, was ich sagen kann. Herzlich willkommen auf der Endcard. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du mir einen Daumen nach oben geben. Wenn dir das Video nicht gefallen hat, dann steht es dir natürlich frei, mir einen Daumen nach unten zu geben. Wenn du jetzt links klickst, kommst du zu meinem Makro-Video. Wenn du rechts klickst, kommst du zum Keybind-Video Teil 1. Oh, und abonnieren geht natürlich auch. Entweder oben oder unten. Einfach klicken. Tut nicht weh. Ich bin raus. Tschüss.